Und ich sage, willkommen zurück zu einer weiteren fantastischen Folge IDK Gaming for You. Ich bin der Dennis und wir spielen Biomutant auf Deutsch. Schön, dass du eingeschaltet hast. Lass mir gerne ein Like, Kommentar, kostenloses Abo da. Und wir legen ja in der Zwischenzeit einfach schon mal wie immer los. Sind hier auf unserem geilen Glibbermobil unterwegs und müssen ganz schnurstracks einmal Richtung Hauptmission gehen. Vorher kicken wir noch so eine Muschel auf. Schöne glänzende Perle, nehmen wir mit. Und machen hier so ein paar Leute auch dann mal platt. Das ist ein neues Volk hier. Wir haben einen gegnerischen Stamm entdeckt. Mit dem will ich mal interagieren. Denn unsere Aufgabe ist es jetzt, die Zixi auch platt zu machen, damit wir unser Myriad-Imperium weiter aufbauen können. Wenn ihr eh alle sterben werdet. Je stärker du bist, desto länger leben wir. Warum werden sie denn Muckimacher genannt? Ne? Das ist eine gute Frage. Behauptet, Muckimacher gefunden zu haben. Die könnten dir helfen. Okay. Du musst sie bloß finden und hochheben. Und zwar so oft, wie es geht. Also es einfach geht handeln sozusagen. Training, um in Form zu kommen. Okay. Ja, das stimmt natürlich. Meint, du seist bereits stark. Ja, das stimmt schon. Einsatz der Muckimacher ist eine neue Nebenquest. Wollen wir jetzt erstmal nicht machen. Ich bleibe auf jeden Fall erstmal in der Hauptquest unterwegs. Und das ist eine coole Nummer. Also wenn du mal Bock hast mitzuspielen hier oder auch mal irgendwie andere Spiele mitspielen willst, einfach PSN und Discord-Namen da lassen oder in die Videobeschreibung schauen. Da findest du nämlich den Einladungslink zu meinem Discord-Server. Schön in der Natur mit der frischen Luft. Ne? Aber wir müssen hier auch mal vorankommen. Nimm dich in Acht. Fokuslager? Wie jetzt? Ah, hier oben. Ja, cool. Wie komme ich denn da hoch? Kann ich das direkt erobern? Guck mal, sieht doch nice aus hier. Alter, voll die Burg. Ja, die mache ich natürlich gleich platt dann. Gibt es hier irgendwo eine Schnellreise? Das fehlt mir nämlich noch. Sesam, öffne dich. Oh shit, erstmal ausweichen. Und ich brauche eine andere Nahkampfwaffe. Wo ist mein Stock? Abgewehrt. Oh, nice. Die sind halt schon Level 11, ne, die Jungs. Da muss ich dann auch anfangen mal... Oh, what the fuck, da kommt noch dickere. Holy shit. Da muss ich anfangen dann auch mal zu parieren, ne. Tsunami-Stoß. Oh, weg hier. So. Alter, Frogo, was geht bei dir, Junge? Der wirft ja mit Greifhaken auch noch. So, erstmal Zielangriff. Boah, ausgewichen wieder eins, ne? Oh shit, nicht mehr ausgewichen. Au, der hat wehgetan. Oh, der heilt sich? Ne, der spuckt Feuer. Ausgewichen. Okay, bei den Jungs bleibe ich mal lieber ein bisschen auf Entfernung. Oh fuck, wollte gerade noch ausweichen. Nicht gut erwischt, der Junge. Frokus Riskel. Er hat halt keine Chance, wenn ich auf Entfernung gehe. Oh shit. Geil, mit dem Tsunami-Stoß habe ich ihn platt gemacht. Du bist bereit, deinen Super-Wung-Fu zu aktivieren. Drücke zum Aktivieren L1 und R1. Geil! Super Wung Fu! Wenn Super Wung Fu aktiviert ist, führst du andere stärkere Angriffe aus. Okay. Aber die sind jetzt alle schon tot, leider. Das ist ja blöd. Okay, krass. Den retten wir jetzt auch mal. Dieser hier scheint angesichts der Tatsache, dem Tod überlassen worden zu sein, dennoch gute Laune zu haben.
Sarivanyat Saab bittet dich, um deines Gewissens willen richtig zu handeln. In dir tobt ein innerer Konflikt. Nee, ich helfe ihm einfach. Bist dir dankbar. Nicht dafür. Der wird bestimmt jetzt irgendwie Leute total. Das ist kein Rennen. Das sagst du nur. Das heißt nicht, irgendwie voll Meucheln mördern oder irgendwelche Viecher umbringen, versklaven oder sonst irgendwas. Weil jede unserer Handlungen hat ja irgendwo auch Konsequenzen. Aber, naja. Ich brauche jetzt das positive Licht, damit ich diesen Monsterangriff machen kann. Ich nehm alles mit. Gebt mir euren ganzen Shit hier. Nehm alles mit. Ich werde das dann mal zwischendrin alles zerlegen und meine Waffen verstärken. Damit wir noch OP-er werden. Damit wir OP werden. Nicht nur OP, sondern OP. Oh, was haben wir denn hier? Das könntest du durchwühlen. Okay. Verbesserungspunkte. Cool. Ja, und dann gehen wir weiter hier zu unserer Mission, ne, wo ich ja eigentlich hin wollte. Mal kurz so einen kleinen Stamm ausgerottet. Wunderbar. Was wünscht man sich denn mehr? Ah. Komm, hoch da. Hopp, hopp, hopp. Was geht hier oben noch so? Ah, noch mehr Loot. Ach du Scheiße. Das ist ja geil. Immer her damit. Oh, das ist eine dicke Kiste. Ah, ja. Gummipolsterung. Mega. Okay. Dann mal weiter. 1000 Meter in die Richtung. Das wäre jetzt natürlich cool, wenn wir das wie in der letzten Folge geschafft hätten. Irgendwie ein Ding. Zack. Ach, ich will dieses Viech fangen. Ah, ein Rabe. Wieso kann ich dich nicht fangen? Der ist da runtergesprungen. Ein Suizidrabe. Ich will den Raben fangen jetzt. Du entkommst mir nicht. Habe ich ihn gefangen? Nein, ist er mir entkommen? Nein. Scheiße, ich glaube, er ist mir entkommen. Fuck. Aber vorher noch sagen, du entkommst mir nicht. Verdammte Axt. Naja, was ich sagen wollte ist, ich weiß es nicht mehr. Doch, ich wollte ja eigentlich diese Ziege zähmen. Ja, 10 zahme Ziegen zogen 10 Zentner Zucker zum Zoo. Aber, oh shit, oh shit, oh shit. Level 8, Level 16 Monster. Okay, krass. So, volle Psi-Power. Ja, verpiss dich hier. Ich mach dich platt. Ah, der Junge ist stark. Ei, zu oft soll ich mich nicht mehr treffen lassen von dem. Ja, die können was. Schnellheilung. Puh. Boah. Alter, die machen ordentlich Schaden, ne? Ausgewichen. Ausgewichen wieder eins. Oh, nicht mehr gut. Jetzt habe ich nicht mehr viel Leben. Ich muss ein bisschen Defense, wenn es Champions Chips. Feuer! Ich muss ein bisschen durch sie durch. Ey, der hält aber ganz schön viel aus, der Junge, ne? Wo ist er denn hingerollt? Alter, der hält richtig viel aus. Krass. Oh, habe ich noch Leben? Habe ich nicht. Nicht gut. Da müssen wir jetzt ein bisschen mehr auf Defense spielen. Er überrollt mich einfach. Hin, hin, hin. Er weicht doch aus. Ausgewichen. Noch einer. Da juckt der Finger. Alter, der juckt richtig der Finger.
Viel Leben habe ich nicht mehr. Das ist auch der falsche. Ich wollte den anderen zuerst dort machen, ihn hier. Oh, gleich bin ich tot. Oh, gleich bin ich tot, Leute. Ja. In der Aufnahme. Gestorben. Verdammte Axt. Ich hoffe, der letzte Speicherpunkt ist nicht allzu weit weg. Von der Hauptmission, wo ich hin wollte. Ah, nee, zum Regen? Okay, die beschützen aber auch nur dieses Grün, wo ich durchspringen kann. Guck. So, hier, wenn ich da durchspringe, kriege ich den Loot. Ja, ist ja gut, Jungs. Ist ja gut. Ich will doch nur ganz kurz hier euer Zeug looten. Uiuiuiuiui. Jetzt aber schnell weg hier. Heide, nein. So, viel Leben habe ich nicht mehr. Habe ich irgendwas? Nee, ich habe gar nichts. Alter, ich bin richtig im Arsch. Du hast ein Manufaktorium entdeckt. Hier hat Toxanol in den alten Tagen alles Mögliche hergestellt. Ah, mein Leben füllt sich wieder auf. Okay, cool. Oh, radioaktive Verstrahlung. Shit. Dies ist eine radioaktive Zone. Es wäre nicht gesund, ohne Schutz zu weit hineinzugehen. Okay, warte. Dieses ausgewählte Objekt kann hier nicht spawnen. Gucken wir mal, ob er hier spawnen kann. Wieso kann er hier nicht spawnen? Spawn hier gefälligst. Nein, ich komme da jetzt nicht in die Zone rein. Herbeirufen. Fuck. Ich komme nicht in die Zone rein. Okay, mal gucken, wie weit wir es schaffen mit der Radioaktivität. 16, 20%. Es gibt aber auch keine Zonen oder sowas. 30% schon. Es gibt keine Zone, die mich irgendwie rettet. Oh, warte. Shit. Nee. Guck mal hier rein, ob es hier irgendwas gibt. Radioaktivität, gleich bin ich tot. Prozent Radioaktivität. Holy shit. Blechroboter. Ja, mein Leben wandert runter, aber ganz schnell. Nicht gut. Gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Ich hätte mein Leben nicht verschwenden dürfen, um da runter zu springen. Fuck, ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch bis nach da hinten schaffe. Fuck, 500 Meter, nur noch 1000 Leben. Go, go, go. Zieh, Junge, zieh. Ah, ich bin aus der Radioaktivität raus. Ja, perfekt. Dann habe ich mir umsonst Sorgen gemacht. Mann, Mann, Mann. Das Spiel hält einen echt auf Trab, das sage ich euch, Leute. Krasse Nummer. Kann ich da das Glibbermobil rufen? Kann er wieder nicht spawnen, ne? Und kann er jetzt spawnen? Mit kann etwas er. Glück Perfekt. Hätte dich vom Glibber fahren. Let's go. Nee. So, gib Gas. Also ab und zu muss man einfach nur ein bisschen Glück haben und ausprobieren. Ist natürlich crazy, dass ich einfach ins Wasser springe, ohne zu wissen, ob ich es überlebe oder nicht. Aber so sind wir halt, ne? So. Hier sind lauter Bomben. Bombenstimmung hier. Boah, und endlich bin ich da. Endlich bin ich da. Hier kann ich noch was kaputt machen. Bam, bam. Doch nicht. Okay. Dann speichern. Puh, Schnellreise zum Glück aktiviert. Mann, 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 das ist echt eine ganz schön weite Reise gewesen, Freunde. Dann nehmen wir jetzt doch mal den Außenposten ein, würde ich sagen. Es ist Zeit, den Außenposten zu befreien. Richte auf deinem Weg zum Ist das wirklich Freiheit? In einer zum Untergang verdammten Welt ist Freiheit wertlos. Ah, diese Ansichten von denen gefallen mir immer und immer weniger. Das ist so, die erste 3, 2, Verteidigungslinie. Risiko. Let's go. Die machen wir platt, die Jungs.
Direkt Angriff Psi. Zack, zack. Level 12 sogar. Wie er halt trotzdem schießt, ne? Bleib liegen, Loser. So, was nehme ich denn für eine Waffe? Welche macht denn am meisten Schaden? Krass, dass halt tatsächlich die Dinger am meisten Schaden macht, gell? Der Bumerang macht am meisten Schaden, das hätte ich nicht gedacht. So, erste Welle platt gemacht. Wunderbärchen. Ein Bombenlüpfer. Ah, Viereck. Das war ein Treffer. Das war's. Okay, perfekt. Zack. Zurückgeschossen. Eine Fassrutsche. Hau dagegen, damit ein Fass rauskommt. Schleudere es dann zum Tor und lass es explodieren. Okay. Pop. Sieht explosiv aus. Pop. Schieß drauf. Dann geht es rüber. Aber halt Abstand. So Risiko. Rüber damit. Und Feuer frei. Es ist kompliziert. Probiere es nochmal. Ach, ernsthaft. Ich habe sogar extra zwei hingelegt. Von wegen kompliziert. Rüber damit. Ach, das muss wahrscheinlich muss das ganz genau direkt vors Tor. Ah, warte, ist das ein falsches Tor, das ich. Ach, ich Idiot, das ist wahrscheinlich das falsche Tor. Es war das falsche Tor wahrscheinlich. Okay. Du bist drin. So nur weiter so. Go, 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 go. Rein da. Ich will da rein. Ich könnte auch auf den Roboter natürlich wechseln. Das wäre nämlich auch ziemlich cool. Hier kommt die zweite Verteidigungslinie. Okay, perfekt. Zweite Linie. Let's go. Auch Level 16. Sind schon stark, die Jungs hier. So. Solange die da schön am Boden rumliegen, zack. Die hat keine Chance. Perfekt. Der schwelt bereits. Lang ordentlich zu. Um explodiert. Ah ja, okay. Dann das als nächstes. Lang ordentlich zu. Perfekt. Oh shit, da oben gibt's noch. Ah, das kann ich aber übernehmen wahrscheinlich. Da oben gibt's eine Schnellfeuerwaffe. Ali hopp. Oh, voll daneben gesprungen. Ali hopp. Okay, perfekt. 3, 2, Risiko. Bam, 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 bam. Fast geschafft. Kann ich die auch direkt abknallen? Nee, leider nicht. Okay, dann gehen wir durch. Weiter geht's. Der Außenposten gehört jetzt deinem Stamm. Das war's schon. Gar kein dicker Endboss oder was? Ach krass, das war ja voll entspannt. Er sagt, du hast sie geschwächt, aber sie geben nicht auf. Der Footballspieler. Dank dir, dein Stamm wird stärker. Ja, und ich würde mich freuen, wenn ihr mir natürlich auch dankt für eine schöne Folge, indem ihr mir Like, Kommentar, kostenloses Abo dalasst
Und wir machen dann natürlich weiter beim nächsten Mal. Also an der Stelle, Jax sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, Kakao.